Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Irgendwas Cooles im Angebot? Ihr wolltet nicht drücken. Wenn du Kohle hast? Nee, ich wollte ja nicht drücken. Ich wollte eigentlich Tür aufmachen. wir wollen jetzt wirklich mal zum Afterlife. Also ich habe es mir vorgenommen. Mal gucken, was noch so passiert. Ich glaube, wir können hier einfach voll cool runterspringen. Hey. Wegen was denn jetzt? Weil ich hier runterspringe? Okay. Denn ist das so. Wie viele Meter haben wir denn noch? 1 Kilometer? Boah, nee. Das dürfen wir jetzt nicht. Da bin ich einfach mal auch ein Stück zu faul. Kommt jetzt immer von da? Okay. Naja, ist okay. Abrennen hier. Achtung, ich hab Vorfahrt. Lass mich hier vorbei. Hier so ganz heißes Pflaster. Irgendwie dieser Bezirk mag mich anscheinend gar nicht. Deswegen will ich hier auch gar nicht so verweilen. Und es ist immer noch so, dass irgendwie die Ampeln, ja siehste, vor mir immer grün werden. Warum auch immer, das sind echt geile Ampeln. Wäre das im Real Life so, würde ich es ja echt feiern. Ich achte diesmal wirklich auch drauf, dass ich nicht wieder irgendwo anders hinfahre. Weg da. Platz. Du hast, das ist dunkel, Junge. Du musst deine Beleuchtung anmachen. Siehst du, merkt ihr? Der wird immer grün, wenn ich komme. Ist das auch so ein Fehler oder muss das so sein? Moin, ihr macht das schon. Wer schießt denn hier? Ohne? Ich hätte gerne auch ein bisschen Spaß. Los. Wo schießen die denn hier? Irgendwie merkwürdig. Auch voll komische Straßen. Muss man hier so fahren? Alter, du hast ja gesoffen oder was? Voll komisch. Also auf jeden Fall war hier sehr viel Action und sehr viel komische Sachen dabei. Finde ich ein bisschen alles merkwürdig. So. Wir hätten hier auch Schnellreise machen können. Aber ich fahre anscheinend sehr gern. Ich verstehe diese Sprache. Achso, okay. Ich dich auch mal. Oh, ist das süß. Ja, erzähl mal. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Senora. Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Ja, kein Wunder bei deinem Gesicht. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Ja, ist klar. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Ist der bescheuert. Das kommt. Wir haben es geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Ich glaube schon. Und weißt du was, wie? Wir haben es uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin Jungfrau. Aber irgendwas passiert doch hier. Wir fangen doch wieder ganz unten an. Eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Irgendwas wird hier passieren. Und wer seid ihr, Clowns? Wer bist denn du, Alter? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden.
Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Der hat gar nicht so gemacht. Machen die nicht einfach so? Ja, hier, Commander. Hier sind zwei geile Typen. Zwei Männer. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forest. Boa Boa. Vielleicht sogar morgen Blackhead. Hey. Setz dich, bin gleich bei dir. Voll süß. Ja. So will ich begrüßt werden. Alter, was macht ihr hier? Was handelt denn ihr hier aus? Ah, der hat eine Waffe, okay. Ich guck mich erstmal so ein bisschen um, ich finde das immer sehr spannend. Ich guck mich nicht allzu doll um. Sind das Hologramme oder sind das echte? Okay, alles klar, los komm, wir setzen uns. Endlich sind wir hier. Abwarten. Die studierte Dame da? Welche? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Nee. Wir brauchen einen klaren Kopf, ne? Nichts, danke. Ernst? Ich feiere hier. Komm schon, geht auf mich. Okay, meinetwegen. Ein Oldschool-Tequila mit einem Spritzer Cerveza und Chili-Schote. Ein Johnny Silverhand kommt sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Okay, alles klar. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Okay. Halbes Jahrhundert ist aber 50 Jahre ist ja nicht lang. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Na, dann hau dir mal hinter, Digga. Was hast denn du da für ein Tattoo eigentlich auf dem Arm? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Naja, wahrscheinlich. Gehört ihr seit Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet. Ja, Moment. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Ruhe. Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht ihm in seinen eigenen. Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizza. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Samt. Okay. Ja, das kommt. Wollen wir gehen? Hals und Bein, Bro. Danke. Wird schon. Ich glaube zwar nicht, dass es wird, aber. Riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du könntest mich umhauen? Yep. Hier rein. Bist du pinche Tipo. Also Gespräche war ja nicht gerade, ne? Sondern auch nicht clever. Muss mal kurz mal gucken. Warum habe ich denn da die Anzeige? Absolut gewöhnlich. Für was denn?
Kann ich das hier auch machen? Oh. Lass mal eine Batterie klaut. Batterien sind gut. Ja, genau. Excelsior. Ich nehme immer mehr AA. Harte Eddies, wie immer. Muss los. Ach, gib mal, wer das ist. Na, wenn das nicht Miss V ist. Moin. Die ganze Familie endlich vereint. Wo muss ich, ne? Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Ich weiß nicht. Ah, Miss V? Ja, ja, ich speichere kurz. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Nette Kabine. Schalldicht? Oh ja. Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Konpeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Ich weiß nicht, ja, das ist ja das, was ich... Ich drücke erstmal... Diese Parker... Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Sean Paradis mit Yorinobu. Den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Mhm. Noch was? Du wirkst nicht so krass. Ach nee, lass komm. Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, okay. Dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Hannah Conwell. Ramon. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Haji Metaki. Gesundheit. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deschamps arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her.
Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Was der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Okay. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Ja, egal, los komm. Ich will wirklich ein bisschen mehr. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Stopp, stopp, stopp. Nee, ich will mehr haben. Das ist, ich sehe das. Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Ui. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Der verarscht uns. Ich muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Ja, die ist komisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Also wir kriegen ja immer von T-Bug Aufträge, aber... Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Glaubst du selbst? Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Besser ist. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Gleich. Ich muss erst noch was erledigen. Sin problemas. Wir treffen uns beim Delamain. Alles klar. Was das jetzt hier? Denk nur dran, dich umzuziehen. Naja. Ich hab da jetzt hier was genommen. Das ist ja noch normale. Delamain wartet. Ja, wartet auf sie. Ja, ist okay. Aber ich hab da das da genommen. Nachricht. Ein Geld von Hand zu Hand. Ist das hier? Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wartungskonduktiv, ja. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Ich würde lesen, was ich da gemacht habe. Splitter, Delamain.
Delamain, Sie müssen pünktlich zu einem wichtigen Termin erscheinen. Möchten Sie nicht riskieren, dass die wertvolle Technologie in die falschen Hände gerät? Oder vielleicht mögen Sie einfach keine Menschenmengen? Mit Delamain vergessen Sie alle Ihre Sorgen. Unser Transportdienst für Konzerne fügt über eine Flotte von 20 gepanzerten Wagen, die Sie mit Komfort und Sicherheit an Ihr Ziel bringen. Wir garantieren sicheren Transport von Individuen und Paketen innerhalb von Night City. Qualität Hand in Hand mit Zügigkeit. Einen professionellen Kundendienst, individuelle Betreuung, die selbst den anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen, Rabatte für treue Kunden. Es heißt immer, die meisten Unfälle passieren zu Hause, das stimmt nicht. Wussten Sie, dass 82% aller Unfälle und Verbrechen auf den Straßen passieren? Dank Delamain müssen Sie sich nie wieder Gedanken um solche Statistiken machen. Der Komfort und die Sicherheit unserer Kunden sind unsere oberste Priorität. Wir verfügen über alle Sicherheitszertifikate. Wir stellen keine Fragen. Es gibt kein schöneres Geräusch auf der Welt als die Symphonie von abgeprallten Kugeln auf unseren Panzerglasscheiben. Probieren Sie das Accessoire-Paket aus und genießen Sie alle Vorteile unserer höchsten Sicherheitsstufe. Okay. Ich dachte, das ist was richtig Wichtiges, was ich da lese, aber das war ja nur Scheiße. Liegt hier noch was? Ja, vielleicht kann ich hier noch irgendwas erfahren. Ich traue den Typen nicht. Ich weiß nicht warum. Also wir können natürlich jetzt da alles gleich machen, aber ich hätte gerne hier irgendwie noch was. Bist du echt ein Fixer zu verarschen? Hier da gehen, wenn ich hier wieder Milchtüten klaue, ne? War an der Ausbahn. Dunkle Schokolade. Ne? Ich mag so ein Müll. Rob meinte, ich soll mich an dich wenden. Spannend. Ja. Wer bezahlt? Sixth Street. Ey, ich will ja nichts machen hier, ich würde das gar nicht lesen. Ich suche den Ausgang gerade. Hier war. Das war nett mit dir, tschö. Hey, wieder rein. Und wieder raus. Oh, was ist das denn hier? Oh, einfach schon zum Dach fahren? Wir fahren einfach mal zum Dach. Einfach mal so, wir gucken da mal runter, ey. Ich habe da irgendwie ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht warum. Aber diesen Dexter Chong, den traue ich einfach nicht. Der ist so merkwürdig. Der ist echt so. Aber gut, dass wir 5% mehr rausgeschlagen haben. Ich weiß nicht, wie viel das mehr ist, aber. Ein bisschen was wird es ja sein. Was habe ich denn? Aufgesammelten Tracker. Ja, besser als den Wecker, ne? Er findet immer gut, dass wir einen Aschenbecher haben, ey. Was ist das hier? Black Bounce MK1. Was zum Heilen? Also das hätte... Oh, und das steht noch. Das hätte auch ein bisschen mehr sein können hier. Oh, hier steht noch. Da oben ist noch. Abstraktes Gemälde. Boah, für 3 Dollar. Wollte ich immer schon mal haben. So, das will ich jetzt auch mal ausprobieren, wenn ich hier runterfetze, ob ich denn sterbe. Und? Ich sterbe denn. Okay. Das war es mir aber wert. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Weil es wirkt immer so, ob nehmen wir keinen Schaden, weil wir sind ja so ein halb Cyborg-Robocop. Hast du nicht gesehen. Bob. Gut. Ja, wir machen nächstes Mal weiter. Ne? Ich bin so gespannt, wie das da mit Dexter schon weitergeht. Bis dann. Ciao.